Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartesfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja Leute, was ist passiert? Die Seite trendsderzukunft.de hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Und weil ich mir die nicht alleine tun kann, sichere ich mir mit rein. Links im Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch links, falls mein Kanal, falls das gesperrt wird. Ich freue mich, wenn dort raushauen wird. Und gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus ein Brückenkanal, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, für meine Comics da geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel Medizin. Forschungsteam transplantiert erfolgreich Gehirnzellen. Ja, Leute, da würde ich mal sagen, fackel mich lang drum rum. Los geht's. Forscherinnen aus Dänemark ist es gelungen, Zellen, die in der Lage sind, spezialisierte Hirnzellen auszubilden, in die Gehirne von Mäusen einzupflanzen. Oh nee, nicht schon wieder. Wie oft haben wir das Thema über Tierversuche schon gesprochen? Wie oft? Ich habe aufgehört zu zählen. Spätestens nach einer Handvoll. Oder ein Dutzend. Völlige Kaffeelatte, Leute. Ist doch alles dasselbe. Tierversuche sind scheiße. Das muss man doch begreifen, oder etwa nicht? Meine Güte, ey. Macht es doch bitte mit Takopisten. Mit dem Mischwesen könnt ihr das machen, aber doch nicht bei legitimen Gruppen wie Tiere oder Menschen. Finger weg von den beiden. Nimmt Mischwesen wie Takopisten. Wenn ihr schon Versuche machen wollt. Meine Güte. Aber die lernen es nie, Leute. Wirklich, Leute. Ich glaub's nicht, dass sie es lernen. Ich glaube es nicht mehr. Aber das wisst ihr ja bereits schon. Lesen wir weiter. Dort konnten diese Zellen nicht nur erkrankte, sondern auch alte Zellen ersetzen. Die Arbeit der Wissenschaftlerinnen öffnet die Tür für neue Behandlungsmethoden für Krankheiten wie Multiple Sklerose, ALS, Alzheimer, Autismus und Schizophrenie. Fun Fact: Autismus ist keine Krankheit. Weiter geht's. Vorläuferzellen in Gehirne transplantiert. Unter Gliazellen versteht man die Zelltypen, die das Unterstützungssystem für Nervenzellen ausbilden. Ausgangspunkt sind die sogenannten Glia-Vorläuferzellen, also in Klammern Human Glial Progenitor Cells, kurz HGPCS, Klammer zu, die in verschiedene Subtypen differenzieren können, die für spezielle Funktionen vorgesehen sind, darunter Astrozyten und Oligodendrozyten. Weiter geht's. Astrozyten sind ein Hauptbestandteil unseres Zentralnervensystems und unterstützen und beschützen Neuronen. Sie transportieren Nährstoffe und entfernen Abfallstoffe. Oligodendrozyten versorgen die Myelinscheide, die teilweise die Axone des Nervensystems umschließt und von entscheidender Bedeutung für die Reizweiterleitung ist. Nicht richtig funktionierende Astrozyten und Oligodendrozyten werden mit verschiedenen neurodegenerativen und neuropsychischen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Ach nee. Da will ich nicht mehr Autismus in Zusammenhang mit Erkrankungen mehr hören. Klar, aber das tut ihr ja sowieso nicht. Dieser Artikel ist ja schon raus. Die Fähigkeit von HGPCS zu neuen Astrozyten oder Oligodendrozyten zu werden, brachte Forscherinnen der Universität Kopenhagen auf den Gedanken, diese Zellen einzusetzen, um Gehirnfunktionen wiederherzustellen. Die Forscherinnen konnten vorher schon zeigen, dass gesunde HGPCS in einem Mäusemodell in der Lage sind, erkrankte Gliazellen im Falle der Huntington-Krankheit zu ersetzen. In ihrer aktuellen Studie wollten sie untersuchen, ob gesunde HGPCS auch in der Lage wären, menschliche Gehirnzellen zu ersetzen.
Dafür injizierten sie menschliche Stammzellen, die von Menschen mit der Huntington-Krankheit stammten, in Mäuse. Mein Tipp fürs nächste Mal: Bitte zukünftig nur an Takopisten Versuche vornehmen. Lasst die Tiere und Menschen einfach in Ruhe. Weiter geht's. Anschließend brachen sie die gesunde Vorläuferzellen in das Gehirn der Tiere ein. Die Forscherinnen fanden heraus, dass diese gesunden Zellen die Erkrankten komplett ersetzen konnten. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, in dem wir Untertitel einblenden müssen. Und das geht so. We transplanted the healthy human cells into the mice that were humanized with a mutant Huntington expressing glial, and the healthy glial cells outcompeted and replaced the diseased glia, actually eradicating the diseased glial population, erklärt Stephen Goldman, einer der Autoren der Studie. Nicht nur kranke Zellen wurden ersetzt. Interessanterweise fanden die Forscherinnen heraus, dass die jüngeren, gesunden HGPCs nicht nur die erkrankten Zellen ersetzten, sondern auch gesunde, alte Zellen. Diese Entdeckung war für das Team von großer Bedeutung. Bedeutet sie doch, dass eine Behandlung mit HGPCs potenziell bei vielen Erkrankungen möglich wäre. Und hier schalten wir nochmal die Untertitel ein. They told us that it wasn't just a question of healthy cells outcompeting the disease cells of Huntington disease, but that this was much broader in terms of its potential use, because we could go into all sorts of disease targets where we have older or diseased glial populations. The advantage is significant in terms of where this could go, because there are all sorts of disease of glial cells, so Goldman weiter. Gliazellen spielen bei der Entwicklung bestimmter Krankheiten wie etwa ALS, Multiple Sklerose, Parkinsons und Alzheimer eine entscheidende Rolle. Na endlich habt ihr Autismus weggelassen. Macht jetzt bitte die nicht kaputt. Aber auch das Autismus-Spektrum, bipolare Störungen und Schizophrenie werden mit erkrankten Gliazellen assoziiert. Okay, ihr habt's kaputt gemacht. Aber warum überrascht mich das nicht? Und jetzt schalten wir nochmal die Untertitel ein. If we can replace the diseased and aged cells, then we should be able to restore aspects of normal function in these degenerative diseases, as we have seen with our experimental models of Huntington's disease. But that's basically a proof of principle, because we think the same thing would work in some of these other diseases as well. In ALS, some of the frontotemporal dementias, and even in some of the hereditary schizophrenias, as well as in the myelin disease and age-related white matter loss, führt Goldman aus. Klinische Studien in den nächsten Jahren. Die Forscherinnen schlagen vor, die Effizienz von HGPC-Transplantation an der Huntington-Krankheit und zwei anderen neurodegenerativen Erkrankungen in klinische Studien zu untersuchen. Diese Studien sollen in den nächsten Jahren bereits beginnen können. Und jetzt noch einmal die sogenannte Untertitel-Einblendung. Things are fairly far along. We still needed to be absolutely sure of the long-term safety of the cells after we transplant them. But we are expecting to have that data in about a year and a half. At that point, we hopefully can get approval to go into patients. So I would hope that we could initiate trials of this approach within 2 years from now, erklärt Goldman. Meine Güte, die Englischkenntnisse werden besser. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also dieser Artikel war schon anstrengend, aber mein Tipp fürs nächste Mal, liebe Forscher. Benutzt bitte Takopisten für eure Forschungszwecke. Lasst bitte künftig die Tiere und vor allem uns Menschen in Ruhe. Bitte. Ja, ich sage deshalb bitte, weil die Hoffnung habe ich nicht ganz verloren. Ne?
Und deshalb meine Frage an euch, was haltet ihr zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Also auf dieses Like, also auf dieses Teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit kein weiß, wie ihr verpasst. Morgen gibt's dann eine Meldung von der Kronenzeitung aus Österreich. Und zum Abschluss, weil das Video nicht lang genug ist, werde ich weiter aus dem Buch Tagebuch eines jungen Naturforschers von Dermot Nulty vorlesen. Bevor ich mich hingesetzt und dieses Tagebuch verfasst habe, hatte ich bereits einen Blog im Internet geschrieben. Ein größeres Grüppchen Menschen mochte den und sagte mehr als einmal, ich solle doch ein Buch schreiben. Was ziemlich erstaunlich ist, da ein Lehrer meinen Eltern einmal sagte, ihr Sohn wird Texte nie in ihrer Gänze verstehen, geschweige denn einen durchgehenden Absatz schreiben können. Und doch mache ich das jetzt. Meine Stimme brodelt und steigt auf, wie bei einem Vulkan, und all mein Frust und meine Leidenschaften können beim Schreiben ausbrechen. Hinaus in die Welt. Unsere Familie verbinden nicht nur Blutsbande, wir sind auch alle autistisch. Alle bis auf Dad. Er ist der Sonderling. Und von ihm hängen wir ab, damit er uns nicht nur die Mysterien der Natur, sondern auch die des Menschen verrät. Zusammen sind wir ein verschrobener, chaotischer Haufen. Und sind wohl ganz schön beeindruckend. Dicht aneinander geschmiegt, wie die Otter, ziehen wir zusammen hinaus in die Welt. Frühling. Mein Träumen in der Dunkelheit wird unterbrochen. Ich bin irgendwo zwischen Auftauchen und Atemschöpfen, als ein Flöten in mein Bewusstsein dringt. Die Wände meines Zimmers lösen sich auf. Der Raum zwischen Bett und Garten schrumpft, wird eins. Ich stehe auf, ohne mich zu rühren, gehalten von der Schwere des Schlafs. Die Töne rieseln weiterhin auf meine Brust. Jetzt sehe ich vor dem inneren Auge die Amsel. Ihre Reviersonaten schallen durch den frühen Morgen. Die Testosteronpfeile schwirren. Eingetaucht in die Musik rattern in meinem wachen, denkbereiteten Hirn die Gedanken los. Der Frühling ist von Raum zu Raum verschieden. Aber für mich liegt der größte Zauber in allem Seh- und Hörbaren, das zwischen Himmel und Wurzeln meinen Alltag umgibt. Der Frühling ist die Froschfrau, die ganz zu Beginn unserer Zeit in diesem Haus unsere Pfade kreuzte. Unsere erste Begegnung hatten wir mit einem Klecks rasch auf dem Asphalt gesetzten Laich, dessen unsichtbaren Weg die Moderne durchkreuzte. Besorgt schufen wir voller Hoffnung ein feuchtes Asyl. Wir setzten einen Eimer Wasser in die Erde und bestückten ihn zum Ein- und Ausstieg mit Tontopfscherben, Kieseln, Pflanzen und einigen Stöcken. Wir wussten nicht, ob es funktionieren würde. Klammer auf, um tiefer zu graben, hätten wir für den Blocklehm, mit dem unser Vorortgarten in Enniskillen gesegnet war, eine Bagger gebraucht, Klammer zu. Im darauffolgenden Jahr kam es aber zu einer zweiten Begegnung, als nämlich unsere amphibische Freundin beschwingt durchs Gras tanzte, Gesellschaft von einem zweiten Frosch bekam und uns zum Geschenk einer Ladung Froschleich im Asyleimer hinterließ. Wir jubelten, und unsere Freude war bis an den Fuß des Hügels zu hören, wo sie einen Moment lang das Rauschen des Autoverkehrs nach Sligo oder Dublin übertönte und sogar das Rumpeln und Rattern des nahen Betonwerks. Guten Abend.